Es ist schon soweit. Wir haben die komplette Zusammenfassung von One Piece Kapitel 1124. Und die Zusammenfassung ist auch nochmal ein bisschen interessanter wie gedacht. Das Gespräch zwischen Akainu, Kizaru, die mysteriöse Person am Ende, die ich euch sogar zeigen kann heute. Wir gehen in das komplette Kapitel rein, lasst einen Daumen nach oben da. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung geht's auch direkt los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. So, und jetzt stelle ich euch was vor, was so genial ist wie eine Erfindung von Vegapunk. Denn ihr könnt damit aus eurem Streamingdienst Mitgliedschaften viel mehr rausholen. Zusätzlich natürlich noch sicherer am Internet surfen. Die Rede ist von meinem Partner CyberGhost VPN. Und was genau müsst ihr euch darunter vorstellen? CyberGhost selbst speichert keine Daten von euch. Man hat halt die komplette Freiheit, die komplette Privatsphäre und keine Zwischenpartei, die irgendwelche Daten sichert. Und ihr könnt bei über 40 Streamingdiensten eure Mitgliedschaft erweitern, weil ihr halt über CyberGhost das Ganze nutzt, aus einem anderen Land sozusagen das streamt und dann natürlich auch für das jeweilige Land die Auswahlmöglichkeiten habt. Wie zum Beispiel One Piece, was ihr einfach mit eurer Netflix-Mitgliedschaft eh schon dann gucken könnt, wenn ihr das über CyberGhost macht. Oder wenn ihr keine Werbeunterbrechungen mehr bei YouTube haben wollt, dann ist diese Premium-Mitgliedschaft schon sehr teuer. Wenn ihr das aber über CyberGhost macht, kriegt ihr die Premium-Mitgliedschaft schon für einen Bruchteil des Preises, für 1,50 Euro, weil es einfach in anderen Ländern günstiger ist. Genau wie Spotify zum Beispiel, auch für unter 3 Euro. Flüge und Hotels sollte man auch mit CyberGhost VPN aus einem anderen Land buchen, weil man da auch massiv sparen kann teilweise. Und das CyberGhost VPN selber nur 2 Euro und 3 Cent im Monat kostet. Und wenn man da seine Mitgliedschaften mal besser nutzen kann und günstiger aus anderen Ländern buchen kann, lohnt sich CyberGhost halt direkt schon ab den ersten Monat. 38 Millionen Nutzer weltweit, Kundensupport 24/7 und eine 45-tägige Geld-zurück-Garantie sogar. Und ihr könnt mit einer Mitgliedschaft von CyberGhost VPN 7 Geräte gleichzeitig nutzen, sprich das Teilen mit euren Freunden oder eurer Familie. Und natürlich für iOS, Android, Spielekonsolen, Desktop. Es ist wirklich überall verfügbar und insgesamt über 100 Länder sind zur Auswahl. Und ihr kriegt 83% Rabatt, das bedeutet für 2 Euro und 3 Cent im Monat und 4 Monate gratis könnt ihr CyberGhost schon nutzen. Natürlich unter dem ersten Link in der Videobeschreibung. Das Ganze hat auch eine gute Bewertung bei Trustpilot. Deswegen vielen Dank fürs Sponsoren dieses Videos und weiter geht's. Kurz vorweg nochmal die Info für euch. Nächste Woche One Piece Pause. Ich versorge euch natürlich mit Videos, aber es kommt nichts raus leider. Und das Chapter 1124 heißt Beste Freunde. Beginnt bei morgens mit Warpol und Vivi dort im Zeitungsquartier. Und morgens reibt sich schon die Hände, reibt sich schon die Flügel, die dicken News in die Welt rauszuhauen. Die Clickbait, News abzudrucken und rauszuschicken. Und genau das will er auch. Law vs. Blackbeard, Kid vs. Rothaar und Strohhut bringt Vegapunk um. Diese News will er so abdrucken. Und wenn das passiert, plus die Weltregierung war ja live dabei und weiß, wie gefährlich Ruffy ist, dass er jetzt Joyboy ist, was da alles passiert ist. Das würde so krass sein Kopfgeld steigern. Ich bin so gespannt. Und gerade auch diese Blackbeard-News. Was wäre auch, wenn Ruffy das liest, wenn jetzt Blackbeard Law besiegt hätte, es aber nicht impliziert in den News oder so, dass es Law lebendig geschafft hat, abzuhauen? Würde man ja schon fast denken, irgendwie, dass Law gestorben wäre. Oh, ich glaube, das wird richtig interessant in der nahen Zukunft. Vivi sagt nur, dass keine kluge Person auf der Welt irgendwie deine News glaubt. Und Warpol ist nur daneben und versucht beide zu entspannen, weil Vivi ist halt so ein bisschen dagegen, dass morgens das nicht abdruckt und so, weil das ja auch Fehlinformationen sind mit Ruffy. Und morgens ist es alles egal. Er sagt auch hier, meine Welt ist der Himmel. Ich lebe hier im Himmel. Mir ist egal, ob die Welt versinkt. Also der ist wirklich ein richtiger Egoist. Dann sehen wir Egghead Island. Wir sehen Sentomaru, der langsam die Insel auf einem kleinen Boot verlässt. Wahrscheinlich alleine so auf so einem kleinen Paddelboot und er weint. Er ist schon sehr traurig. Der hätte echt mit nach Elban gehen können, der arme Kerl. Akainu ruft dann die Marine an, jeder ist bewusstlos noch, außer Kizaru, der einzige, der Admiral, der irgendwie noch auf den Beinen ist. Und Kizaru sagt nur, ja, ich werde alle informieren, sobald die alle wach sind. Und Akainu, das ist sehr interessant in dem Kapitel, will eigentlich nur sicher gehen, dass es Saturn gut geht und der Powerplant, sprich dieser Fabrik, wo man Mother Flame herstellt. Da will Akainu sich drüber informieren. Er hat wahrscheinlich die zwei Hauptmissionsziele hier so, also Saturn natürlich Sicherheit und die Powerplant unversehrt zu sichern, war auch eine wichtige Mission, weil Mother Flame den Laser zu benutzen. Ich frage mich nur, weiß Akainu überhaupt, was in dieser Powerplant produziert wird und wofür diese Mother Flame dann benutzt wird, um ganze Inseln auszulöschen, um Lebensräume zu zerstören, Millionen von Menschen umzubringen, weiß Akainu das auch? Und Kizaru kriegt einen Anschuss, weil er halt irgendwie schlecht seinen Job gemacht hat, sagt hier Akainu. Und dann kommt es halt zu diesem kleinen Streit, kann man sagen, wo Kizaru auch wirklich mal aus der Haut fährt und sagt, Sakazuki, hast du jemals deinen besten Freund umgebracht? Und du nennst mich hier weich, so auf den. Wir sehen dann auch einen kleinen Flashback nochmal von Kizaru, Vegapunk, ihre Freundschaft, vom ersten Tag, wo sie sich getroffen haben, wo Egghead gebaut wurde und Kizaru kommen die Tränen. Er hat ja letztendlich auch den finalen Schlag, den finalen Laser durch Vegapunk durchgeschossen und hat ihn ja umgebracht. Und Kizaru sagt nur zu Akainu, du hättest selber herkommen müssen und das machen sollen und bla, guckt dir selber an. Und Kizaru ist hier halt voll aus der Haut gefahren. Akainu ist schockiert, weil Kizaru so redet und er entschuldigt sich sogar. Akainu entschuldigt sich bei ihm. Er sagt, es tut mir leid, Bruder. Ich glaube nicht, dass die beiden Brüder sind. Ich glaube aber, er sagt es so kameradmäßig. Ich weiß es nicht. Irgendwie so kommt es mir vor. Also ich glaube jetzt nicht, die beiden sind wirklich verwandt. Dann sehen wir das Elban-Schiff. Wir sehen die Strohpiraten, die alle am Trinken sind.
sind. Nicht so viel, irgendwie nur ein bisschen steht da. Und sie feiern halt nicht das richtige Fest, was es nach einem Arc eigentlich zu feiern gilt immer. Also sie feiern ja extrem immer. Und diesmal sind sie nicht so in der Stimmung. Nami, Lysop, Sanji, Chopper, alle sind so ein bisschen Lilith am Verarzten, weil sie ja noch irgendwie bewusstlos oder verletzt dort rumliegt. Und es soll wohl ein Riesensofa sein. Die sehen wohl alle sehr klein aus. Lilith wacht dann auf. Die unterhalten sich nur darüber, nachdem Lilith aufgewacht ist, so auch, was jetzt Sache ist so. Es ist schwer dir zu erklären, aber du bist die einzige Vegapunk, die noch übrig ist. Es tut uns leid. Das erfährt sie jetzt da erst. Nami sagt dann, ja, Atlas hat dich auf den Kopf getroffen. Lilith versteht das aber auch selber. Sie ist ja selber ein Vegapunk. Deswegen weiß sie auch das Handeln von den anderen. Und Lysop fragt sich auch hier, welcher Teil von dir ist eigentlich böse? Nachdem Lilith da auch in Tränen ausgebrochen ist, weil sie hat ja die Persönlichkeit von Vegapunk einprogrammiert bekommen. Evil. Und selbst Vegapunk dachte schon, dass sie die Verräterin ist, weil er diese Eigenschaft eingebaut hat. Wann kommt denn diese Evil-Eigenschaft mal zu tragen? Könnte uns das noch ein Verhängnis werden jetzt auf Wano? Wer weiß. Sanji wundert sich hier, ob sie überhaupt irgendwie hungrig sein kann, weil Lilith soll so das Essen essen von den Riesen. Und er fragt sich, ob sie wohl Hunger hat, weil sie nicht mehr verbunden ist mit York. Also York ist ja so ein bisschen der Gierschlund der Vegapunks deswegen. Ruffy ist immer noch depressiv hier in seiner komischen Post-Gear-5-Form und ist hier eine riesige Weintraube. Und er ärgert sich halt, er hat dem kleinen Apfeloper, also Stella, dem echten Vegapunk, ja versprochen, ihn zu retten. Und er kann halt nicht richtig essen, nicht richtig feiern. Und das ist halt so ein bisschen, es trägt sich durch das Chapter, dass sie sich darüber unterhalten. Und Lilith klärt dann auf, sie ist ja einer der Vegapunk. Er ist nicht richtig tot, so wann ist man tot? Sein Gehirn so mäßig lebt ja noch, das weiß sie ja. Die Strohhüte waren ja nicht da drin. Am Ende ist Ruffy auch wieder normal. Zorro ist irgendwie in der Sunny noch drinne und chillt. Robin freut sich schon auf Hakwati Sauro. Sie sagt das hier so, wir gehen jetzt nach Elban. Hakwati Sauro wird uns erwarten. Und die Riesen erinnern dann Ruffy noch einmal, dass Vegapunk gesagt hat, die Welt wird von dem bewegt, wer das One Piece findet. Das Schicksal der Welt wird entschieden von dem. Und sie fragen ihn dann so, wer wird denn wohl König der Piraten? Und Ruffy sagt natürlich wieder seinen Satz, warum ist er denn wohl Piratenkönig geworden? Natürlich sagt er seinen legendären Satz, dass er Piratenkönig wird. Wir kriegen wieder eine Doppelseite von Oda. Richtig episch. Die Strohhüte, Lilith, die Riesen, alle am Feiern. Das Bankett von Egghead auf dem Schiff sozusagen. Und dann sagt der Erzähler, und das Schiff segelt in die nordöstliche Richtung. Das lang erwartete Land der Riesen. So sagt der Erzähler das. Und in der letzten Seite sehen wir das Kriegsland Elban. Eine Silhouette einer Person von hinten, die gerade am Trinken ist, an der Küste von Elban. Und die sagt nur noch, kommt. Und ja, sie hat wirklich so einen Spitzenhut. Sie sitzt dort. Es könnte diese gleiche Person sein von Chapter 631. Es ist aber schon ein kleiner Reach. Es könnte jede Person sein. Es erinnert schon so ein bisschen daran. Das könnte jetzt aber auch wirklich Hakwati Sauro sein, den wir aber eigentlich schon gesehen haben und der eigentlich anders aussieht und den würde Oda auch nicht so verschleiern. Ob das jetzt wirklich der Mann von dieser 631er Coverpage ist, also das ist schon wirklich, es sieht wirklich so ein bisschen so aus, so von dieser Spitze des Hutes und so und auch dieser Hut ist ja auch ein bisschen speziell. Das ist hier eigentlich so ein Wano Kuni Amigasa Hut und den jetzt dort zu sehen, ist schon ein bisschen komisch, weil wie gesagt, Wano Kuni ist vorbei, das ist eigentlich Elban, Wikinger und dieser Typ scheint anscheinend diese Kleidung auch zu tragen, wenn er irgendwie da am Kap der Zwillinge bei Krokus ist. Deswegen, ich bin gespannt, wenn er das wäre. Also das wäre doch krass. Dann müsste das Copacabana sein. Das Ding ist, dass es Shiki ist, macht keinen Sinn. Ich stelle mir irgendwie einen grauhaarigen, langhaarigen Copacabana vor, der da sitzt. Aber warum sollte der da sitzen und die Strohhüte jetzt erwarten so? Das ist immer die große Frage. Na okay, die Strohhutpiraten reisen um die Welt und die Roger-Piraten sind immer wieder da und einige sagen, ja, die wurden da irgendwie von Roger noch platziert. Shanks, um den Stein ins Rollen zu bringen. Rayleigh am Wendepunkt der neuen Welt sozusagen. Und davor war ja sogar noch Krokus am Kap der Zwillinge, was auch so ein Wendepunkt ist auf einer Reise. Und stellt euch vor, jetzt nochmal, kurz vor Lodestar oder irgendwie so, ist hier nochmal Copacabana, weil irgendwas anderes noch wichtig ist so. Oder um auch zu erkennen, dass der Richtige nur weiterkommt. Ich bin gespannt. Deswegen, schreibt auch mal in die Kommentare. Wir reden natürlich Sonntag im Chapter-Stream ausführlich über das Ganze. Checkt nochmal CyberGhost ab. Erster Link in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich. Bin erstmal raus. Ciao und tschüss. Euer Theo.